Der neue Morgen ist da. Hier habe ich Wasser drin abgekocht, das könnte ich trinken, aber im Moment ist noch alles gut. Ich habe nicht mal geschlafen die Nacht. Aber das macht nichts. Ich fühle mich fit. Wie sieht's denn aus? Sollte ich Pfeile mitnehmen? Zur Sicherheit. Das Allmorgendliche. Entfernen von irgendwelchen Büschen hier. So. Traut sich von denen keiner mehr hierher. Also ist es Zeit für mich, jetzt in die Offensive zu gehen. Habe ich genug Sprengstoff dabei? Nein. Warte. Das muss zur Sicherheit schon dabei sein. Molotow-Cocktails habe ich. Ist hier was drin? Du da drin? Na egal. Aber heute geht es in die Offensive. Ich werde in das Hauptlager eindringen und dorthin absteigen, wo sie mich schon ein paar Mal zum Trocknen und zum Essen aufgehängt hatten. In dieser Höhle gibt es noch weitere Wege, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Wer weiß, vielleicht finde ich da ja noch Dinge von Tim, die ich bisher einfach übersehen hatte. Ich laufe in die völlig falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Wie sieht's mit Alkohol aus? Kann ich was mitnehmen? Nein. So, das Hauptlager ist da oben hinter den Hügeln. Also mal wieder ins Wasser steigen. Schon mal machen kann, ist oh, warte. Und immer noch welche von den Schaltkreisdingern. Die eigentlich mit den alles klar. Aber jetzt habe ich ja noch ein paar neue. Die kann man damit kombinieren, okay. Habe ich also Munition für die Flägern. Das ist eine gute Methode, das Teil, um diese Kerle in Brand zu stecken. Wollten Krieg, sie sollen ihn haben. Ich bin aus der anderen Höhle ja immer nur relativ schnell rausgeflohen, aber da war noch ein weiterer Weg.
Und ich bin mir sicher, dass ich dahinter etwas finden werde. Warte mal. Tut mir leid, Lurch, aber deine Haut kann ich noch gebrauchen. Dann läuft doch schon wieder einer von denen. Oder war das ein Tier? Ich glaube nicht. So, das Hauptdorf. Irgendwo hier muss es doch vor mir liegen. Aus der Richtung bin ich ja immer geflohen. Boah. Hast du mich erschreckt? Hey, hier ist noch ein Höhleneingang. Das ist ein Bild. Teddybär auf einer Segeljacht. Okay, das schauen wir uns mal genauer an. Hauptkaverne. Ah, Mist, jetzt ist mein... Ja, das war klar. Seile. Ich habe schon mehr, als ich tragen kann. Ja, hier war ich schon. Genau. Bergsteigerhöhle. Das würde mal ein bisschen länger halten. Das ist hier nicht die Höhle, in der ich noch näher forschen und vorgehen wollte.
nachtaktiv wie die Brüder sind, sind sie jetzt am Schlafen. Halbwegs zumindest. Mir die Gelegenheit nochmal näher zu gucken. Menschenherzen. Ey, was ist das? Das ist ein Teil von der Figur von Tim. Der Kopf von diesem Roboter. Er war also auch hier. Das alles hier nie genau angeguckt anscheinend. Ich gehe erstmal nochmal zurück in die andere Haupthöhle. Was ist hier noch? Achso. Na, Freundchen, für dich habe ich was. Das ist doch wirklich der Hauptwohnbereich, glaube ich. Oh, hier geht's wieder hoch. Okay. Den werden wir jetzt einmal ganz genau durchsuchen. Wir. Ich fange schon an mit mir und meinen. Oh, was ist da? Ich würde sagen, ich fange schon an mit meinen inneren Dämonen zu sprechen. Das ist überall Geld, überall. Münzen und Scheine. Und hier eine Holzwand. Oh mein Gott. Der ist hier echt verreckt, so wie es aussieht. Ein Tauchatemgerät, endlich. Juni 82, oh mein Gott. So lange ist dieses Schiffswrack schon da vorne.
völlig mumifiziert, der Arme. Den Seilen kann ich nichts anfangen. Aber jetzt habe ich ein Atemgerät, jetzt kann ich also tauchen. Exzellent. So, irgendwo weiter. Das ist auf jeden Fall die gleiche Höhle. Also bin ich schon mal ganz richtig. Zwei von denen. Geh nicht weg. Hey, warte, bleib stehen. Oh, Mist. Okay, wird erstmal Zeit. Der, den ich gerade verbrannt habe. Sehr schön. Was für ein Gemetzel. So, was haben wir hier noch Schönes? Ganze Menge Geld. So ein Höhlenforscherhelm. Eine Menge abgetrennter Gliedmaßen. Ja. Okay, weiter. Das könnte wieder ein Ausgang sein. Oder ist das sogar der Ausgang, über den ich reingekommen bin? Ja, natürlich. Okay, dann bin ich einmal im Kreis hier durch. Also ein Atemgerät für Tauchgänge gefunden und was noch viel wichtiger ist, noch eine Spur von Tim. Mit diesem Stück von seinem Spielzeug. Okay, in das Dorf brauche ich direkt nicht mehr rein, weil da komme ich ja aus der gleichen Höhle. Das heißt, ich könnte jetzt eher versuchen, in Richtung der Küste zu gehen. Um mit dem Atemgerät rüber zu diesem Objekt oder anderen Boot oder was ich da gefunden habe zu tauchen, um zu schauen, was das damit auf sich hatte. Jetzt gucken wir doch erstmal in das Buch, was ich da jetzt Neues gefunden habe. The Practical Caver.
Ja, Juni 82. Das ist eine Weile her. Okay. Dann mache ich mich auf zur Küste und werde mir ein provisorisches Lager einrichten. Bis dahin. Ja.